Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Kit gehalten habt, beziehungsweise jetzt haltet. Ihr könnt ja sagen, hey Cube, du erzählst da kompletten Mist, ich finde das Kit nach wie vor scheiße. Meine lieben Cubes, willkommen zu einer Folge von Minecraft Ender Games. Diesmal mit einem Kit, was mir ein bisschen unterschätzt wird. Und zwar das Deep Kit. Ja, ich weiß, das Deep kann nur Kisten looten, denkt man zumindest. Aber vor allem für Einsteiger ist es sehr, sehr freundlich, denn ihr könnt gucken, einmal spawnt, zack, zack, und schon habt ihr zwei Kisten gelootet und direkt 5 Diamanten, einen kleinen Poison-Trank, der ja sehr, sehr stark ist. Und könnt jetzt einfach hier schön weiterlaufen und einfach die Kisten noch mitnehmen. Und die Kiste auch noch schnell mitnehmen. Dann rennen wir wieder weiter. Nehmen uns die Kiste hier noch mit. Und somit haben wir 7 Diamanten, 9 Eisen und 5 Gold und 4 Leder. Das ist echt genug Stuff, um sich coolen Stuff zu machen. Vor allem, wenn ich jetzt hier nochmal durchloote, dann haben wir jetzt schon noch einen Poison-Trank. Und ja, ich weiß, das Deep Kit hat ja keinen Vorteil im Kampf. Zumindest denken das viele. Aber vor allem am Start ist es sehr, sehr krass. Vor allem für Einsteiger, die gerade ihr erstes Kit kaufen und einfach immer so denken, ach man, es gibt immer Runden, da bekomme ich immer scheiß Equip. Die können hier durch ganz gut Abhilfe schaffen, einfach das Kit nehmen und also das Kit als erstes kaufen und schon hat man diese Probleme nicht mehr und kann hier gleich sich einfach mal euch ein bisschen gönnen, wie ihr seht. So, ich würde mal sagen, das hier ist ein richtig schönes Start-Equip, oder Leute? Also so. So, das machen wir aber im Moment, jetzt sind wir gerade angezündet worden, aber so, huh. Okay, habe ich vielleicht eine Milch? Habe ich eine Milch? Gut, okay, brauche ich gar nicht mehr. Dann esse ich einfach mal schnell diesen goldenen Apfel hier. Und hätten wir jetzt nicht diese Mega-Rüstung gehabt, wären wir jetzt hier schon tot gewesen. Das war jetzt ein schönes Beispiel, um es zu zeigen. Aber es gibt noch einen Vorteil im Kampf. Viele wissen nicht, dass wenn man mit dem Deep Kit einfach eine Kiste öffnet, einfach für, ich glaube, 12 Sekunden einen Speedbuff bekommt. Warum nutzt man das nicht, wenn eine Kiste in der Nähe ist? Einfach kurz in die Kiste reingucken, zack, und dann in den Kampf gehen. Dann hat man ja Speed im Kampf und der ist ja sehr, das ist ja sehr, sehr stark, wie man weiß. Und zusätzlich ist es nicht wie über Zielsuche, dass man die Speedblöcke nicht nutzen kann, sondern man kann sie noch nutzen. Also man kann, wenn man es geschickt anstellt, die ganze Runde mit Speed rumlaufen, wie bei einem halben Angsthasen. Und dann zusätzlich noch am Anfang den kleinen Vorteil mit Kisten looten. So, und da ist gleich einer, zack, zack, und den haben wir. Ist bei einmal noch ein Kit, was ein bisschen unterschätzt wird. Ich sehe das Kit so gut wie gar nicht. Und vor allem für Einsteiger finde ich das Kit echt stark. Wenn man jetzt eh so ein erfahrener Spieler ist und auch mit schlechten Stuff Leute mal töten kann, ist das Kit natürlich nichts mehr. Dann nimmt man eher sowas wie Känguru oder sowas, wo man dann im Kampf noch den Vorteil hat, das ist klar. Aber wenn man jetzt eben wirklich gerade überlegt ist, hey, was ist mein erstes Kit, was ich kaufe, oder mit welchem Kit sollte ich am Anfang spielen, dann ist das eine echt gute Investition. Leider sind die Coins von Gommel gerade so hochgesetzt worden für Kits, dass sich dann ein Kitkauf fast gar nicht mehr lohnt. Aber solltet ihr euch das Kit einfach die Lotterie ziehen als erstes, kann ja passieren, dann nicht verzweifeln, nicht denken, ach Gott, ist das scheiße, sondern eventuell könnt ihr da echt gute Dinge mitmachen. Ich meine, niemand, glaube ich, würde behaupten, dass das Equip, was ich jetzt habe, ich einfach schlecht ist, ne? Und ich meine, ich habe das jetzt nicht gerade irgendwie seit 3 Sekunden, ich habe das echt schon, ja, fast schon seit Beginn. Okay, jetzt haben wir leider das Pech gehabt, um ganz an Rand gepolt worden zu sein. Aber wir suchen einfach noch ein paar Diamanten, Leute. Einmal wieder ein paar Kisten reingucken. Die Diamanten tue ich mir auch gleich dahin, dass ich sehe, wie viel ich habe. Dann zeige ich euch bei Gelegenheit auch gleich das mit dem Speed. Ihr seht schon, so Speed 2 ist jetzt weg. So, jetzt gucken wir die Kiste rein. Zack. Und jetzt, Moment. Hier, seht ihr Speed 2 für 8 Sekunden noch. Okay, wir sind jetzt im goldenen Finale mit 2 Poison-Tränken und, ne, 3. Ich glaube 3, oder? Ja, genau, wir haben 3 Poison-Tränke. Und ansonsten hier noch ganz gutes Equip, ne? Also, ich denke, wir sollten das Ganze gewinnen. Und das einfach nur dadurch, dass wir die ganze Zeit Kisten looten konnten. Weil man verbrennt, also man verbraucht dadurch keine Zeit. Man kann einfach am Weg ganz kurz, zack. So, jetzt hat man jetzt, oh, ich nehme dann lieber längeren Speedbooster mal kurz mit. Und zack. Hat's getroffen? Ne, hat gerade nicht getroffen. Aber macht ja nichts. Wir können einfach ganz kurz. Ah, guck mal, das ist das Tor. So, und gewonnen. Nice. Okay, GG, Leute. Also, ich sag mir einfach noch eine kurze Runde, oder? So, dann geht's auch schon los. Zack und zack. Und schon haben wir schon mal genug für ein Eisenschwert. Dann eben kurz in die Wüste. Ich denke, das sollte einfach am besten sein. Hier sollten wir genug Chests finden. Zum Beispiel da unten. Zack. Und weiter geht's. Bei diesem Speedbuff am Anfang kriegt man auch am meisten. Ja, ist halt richtig schnell und kann auch zur nächsten Kiste kommen. Wenn man noch Enderperlen hat wie ich, dann hat der Gegner eigentlich gar keine Chance mehr, irgendwas zu bekommen. Und da hinten ist auch nur eine Chest, Leute. Da gönnen wir uns auch direkt, oder? Normalerweise skippe ich die Schutzzeit, also die zweite ja raus. Aber in diesem Fall, glaube ich, kann ich die ganz gut zeigen. Einfach, weil ich schon wieder 17 Eisen habe. Und das ist, ja, nicht gerade wenig. So, ich glaube, keiner würde jetzt behaupten, dass ich nach der Schutzzeit hier einen scheiß Equip habe, oder? Da ist da übrigens gleich noch ein Speedbuff. So. Da würde ich sagen, gehen wir auch gleich auf den ersten Gegner drauf, oder? Und zwar hier unten, zack, zack und bam. So, jetzt kann ich ganz kurz zeigen, ganz kurz die Kiste öffnen.
Und jetzt haben wir Speed. Das bringt uns zwar ziemlich wenig, weil wir im Wasser sind, aber komm. Ah, verdammt, verdammt, wir haben keinen Pfeil mehr. Ich weiß, bringt Speed im Wasser irgendwas? Also irgendwie, dass man vielleicht so schneller ist oder so ein Stuff, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, ne? Okay, jetzt müssten wir eine einzige Kiste am Weg finden. Und dann hätten wir es, dann wären wir schneller als der Typ. Okay, komm, das ist mein Kill. So, nice. Und ich hole ich mir auch noch. Und komm her. Komm, komm, komm. Komm her, Mann. So, okay. Der nächste ist da hinten. Dann gucken wir eben ganz kurz in die Küste hier rein. Zack, haben Speed. Dann würde ich sagen, gehen wir mit den Enderperlen rüber am besten. Bam. Oh, das war's schon. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Kit gehalten habt, beziehungsweise jetzt haltet. Ihr könnt ja sagen, hey Cube, du erzählst da kompletten Mist, ich finde das Kit nach wie vor scheiße. Oder, hey, du hast recht, so kacke ist das Kit gar nicht. Oder vielleicht sogar, hey, du hast recht, das Kit ist echt stark. So, am Anfang nur, wo man halt wirklich nur Kisten looten konnte, war es okay. Aber inzwischen, durch diesen Speedbuff bei den Kisten, finde ich, dass man da echt gut was rausschlagen kann. Vor allem, wenn man die Speedblöcke immer noch benutzen kann. Nicht so wie bei Sonic oder Zielsuche oder sowas. Bei Angsthase, glaube ich, kann man die... hier die Blöcke auch nicht mehr benutzen, bin ich ganz sicher. So, jetzt hier einfach kurz reingucken in die Kiste und da haben wir hier den kurzen Speed-Effekt, um den Gegner wieder einzuholen. So, zack. Ich weiß, das packt ja immer noch rum, Alter, dieser scheiß Geist-Kit. Ich dachte, die haben es inzwischen irgendwann mal gefixt, dass man den Namen nicht mehr sehen kann. Also Geist wäre auch ein richtig starkes Kit, wenn man diesen Namen nicht mehr sehen könnte. Dann wäre das Kit richtig stark, aber so, naja, ist das Kit ein Ding für sich. So, wir haben jetzt das Swiftness 2, sehe ich gerade, für 1 Minute 30. Das heißt, die haben wahrscheinlich gerade einen Magier gekillt. Okay, jetzt ist da einer bei uns. Einmal umdrehen. Okay. Marco hat uns ein bisschen überrascht mit seinen Enderperlen. Enderman würde ich übrigens nicht mehr empfehlen zu spielen. Spielt lieber Katze. Warum? Schaut mal bei mir vorbei. Ich verlinke euch da mal ein Video in der Beschreibung. Das erklärt der euch. So. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Like freuen. Also was würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, das ist morgen. Die Endcard ist jetzt eingeblendet, da geht es zum gestrigen Video, da gab es eine Endergames Challenge. Oder ihr könnt unten klicken und da geht es dann zu einem, welcher YouTuber ist gesucht, Video. Ich meine natürlich YouTuber am Titel erkennen. Ich würde sagen, wir sehen uns da morgen wieder. Bis dahin, ciao, meine lieben Cubies.